Leute, herzlich willkommen zu meinem Vlog. Das ist der Vlog in Paris vom Spiel Detroit gegen Chicago Bulls. Stadionvlog. Wir sind jetzt auf einem Event zur Rare X NBA. Von dem bin ich übrigens auch hier. Deswegen danke schon an zu Rare für die Karten. Erkläre ich gleich nochmal, was es genau ist. Ein Spieler von Detroit Pistons sogar hier, Kilian Hayes. Einer der besten, der gerade spielt. Und ja, wir gehen mal da rein, gucken, was da abgeht. Das Spiel ist erst morgen. Morgen Abend, Donnerstag. Wir sind mit Kalle. Wir sind in Paris. Foodvlog kam schon online. Deswegen, ja. Checkt ihn gerne auch nochmal ab, falls ihr Bock auf Essen habt. Ja, hier ist die Hölle los, irgendwie. Es ist so voll hier. Und wir sind voll viele, die aussehen wie Basketballspieler, ne? Da ist unser Trikot. Paris, das ist ein Pisten links und das Bolle. Das ist ein Pisten. Guck mal, was da noch abgeht. Ey, wir kennen hier gar keinen, ne? Wir kennen niemanden, wir sind einfach hier. Fragen uns, ob die Drinks hier gratis sind. Ich sag der zweite Marcus Cousins the third, Alter, shoot you on. Nein! Ich schwöre, ich dachte, ich hab ihn erwischt. Das ist schon. Alter! Einfach Gerard Piqué. Er ist zum Beispiel auch Partner von so wie Messi. Messi, aber nicht hier. Scheiße. Kalle will ein Bild mit Gerard haben. Und Dina 1 vorbeigelaufen, nicht getraut. Der ist aber eine Legende. Ohne Scheiß. Gerard Piqué ist schon cool. Natürlich. Hier ist noch so ein VIP-Raum, da ist Kilian Hayes drin. Aber ich habe irgendwie keine Lust da reinzugehen. Das ist immer so unangenehm. So, hey, what's up? Yeah, I'm Sydney, I'm YouTuber. Schnauze, frag ich dich. Auf jeden Fall ist er auch hier. Viele. Dragic war da. Also er war davor hier, Goran Dragic. Spielt morgen. Aber noch hier. Benji, Digga. Ach stimmt, ich habe Benji getroffen, ne? Gaming. Oh, Gerard kommt raus. Oh, ist dein Moment. Gerard? Er hat telefoniert. Einfach so rapide vom Weihnachten. Guck dir mal das an. Benji. Ich hab auf dich gewartet am Eingang, du Drecksau. Wir sind fertig mit dem Event. Ein paar bekannte Gesichter getroffen. War auf jeden Fall sehr cool. Auf entspannt noch den Abend verbracht hier. Morgen, ich glaub, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir vor dem Stadion sind und das Spiel losgeht. Ja. So, bin wieder im Zimmer. Kurz dazu, was SoRare ist. SoRare arbeitet mit Spielern wie Messi zusammen. Die sind da Markenbotschafter. Man sieht auch zum Beispiel, Piqué war da beim Event. Der zockt es auch ganz fleißig. Ich persönlich auch. Ich bin schon seit, die meine Streams gucken, die wissen Bescheid. Ich zocke schon seit 2 Jahren. Seit 7 Jahren ist jetzt die NBA da. Also es gibt Fußball und jetzt auch NBA. NBA, da gibt's, du stellst deine Mannschaft auf mit 5 Spielern und je nach Echtzeitleistung erzielen die Punkte und du kriegst dann Preise, wie zum Beispiel, kriegst deinen Spieler halt, mit die du dann wieder aufstellen kannst und so kannst du dein Team hoch upgraden. Entweder du kannst kostenlos mitmachen bei den grauen Karten. Das hier ist aktuell mein Team oder das ist mein höchstes Team. Ich spiele Super Rare, spiele aber auch Rares und spiele auch Limited. Aber Super Rares, da sieht auch gerade gut aus. Ja Morant und so, die machen gut Punkte. Dankeschön für die Einladung und ja, morgen sehen wir uns beim Spiel. Wir sind jetzt bei der Accor Arena. Hier stattfinden. Also das ist ein bisschen spät dran, müssen wir sagen, ne? 20:43 Uhr, Willi müsste auch gleich hier sein. Dann gehen wir zusammen zum Spiel. DeMar DeRozan spielt, habe ich gehört. Yes. Geil. Zach LaVine und Nikola Vucevic. Eyes on them. Von den Bulls. Das sind so die coolen Spieler, die man trifft. Ah doch, doch, dann seid ihr gleich hier. Ja, der müsste hier sein. Nee, ich hab's gehört. Da vorne. Wir versuchen es gerade. Dahin, dahin. Das ist der. Willi! Hat mich gehört? Ja. Das geht von da. Gut. Ah, merci, Peru. Hey, hör zu, wenn ich heute diesen Hals Geschichten geschrieben werde, will ich das jetzt schon auf Video haben. Falls ich Kurzzeit, also von der Mitte werfen darf, treffe ich. Ja. Hab ich schon mal bewiesen. Diese Hände sind 40. For the Reds. Ich weiß gar nicht, ob er mich kennt oder was ich hier gerade gemacht habe. You know? Ja. Frankreich, was ist denn? International. Sieht so cool aus. Was läuft denn alle, Baby? First turn nigga from the hood that curious. 4 and cry about 5 and jury. I get the comments with number that's period. I got your B on one put on the mirror. Ich saß noch nie hier. Sonst sieht es mir immer aus. Jetzt haben wir halt geile View auf einen Court. Welcome to the 313 in Paris. From the Accor Arena, where tonight on the big stage, under the bright lights, they come to play NBA basketball. It's
the Chicago Bulls and your Detroit Pistons. Was machst du da? Number 7, Killian Hayes on the floor at 6'4, and he's on the fly. Detroit 23, you're looking at Jaden Ivey. Thanks for the trust for France for the second game in a row, second year in a row. Thank you very much. I hope you enjoy the game. Et Kylian, faut assurer ce soir. Verstehen nous, Franzosen. Bonsoir, Paris. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être ici, jouer à Paris. On espère avoir fait un gros match pour vous et merci de venir si nombreux. Bonsoir à tous. Nous sommes très contents. Wie leicht ist es? Hat ein Dreier, der erste Dreier nach einer Sekunde. Bitte Gerücht ist es gerade? Die Stimmung ist doch komisch. Ich dachte, die sind richtig hyped alle. So erstmal so einmal pro Jahr ist NBA in Europa. Ich dachte, die gehen richtig ab bei jedem Korb. Ne? Ja, im Monat haben wir das Beste durchschieben. Merci. Der vor mir scheint eine richtige Nummer zu sein, ne? Ehrlich? Digga, gerade war, alle Leute waren bei dem. Ohne Scheiß jetzt. Was heißt das? Keine Ahnung. Kann jemand mal... Weiß ich nicht, kann jemand in den Kommentaren schreiben, wer das ist? Wir haben schon vier davon weggemacht. Was? Kalle! Kalle! Ja, Bruder! Ja, ja! Ja! Wir waren raus! Magic Johnson. Wer ist das?
Lakers-Legende. Oh. Das Ding ist, es gibt halt keine Detroit-Fans und keine Bulls-Fans. Ganz wenig. Wenn ich bin in Detroit, dann wäre so bei Freiwürfen, Buhn und Klatschen und sowas. Aber sonst kommt sie gar nicht auf. So. Deswegen Stimmung zu NBA in Amerika viel besser. Heute. Chouamini? Ich hab ihn erkannt. Ah, genau. Da ist Wemby. Wembanyama. Wer ist das? Wemby ist eines der biggest prospects. Einer, der spielt gerade Highschool oder College, weiß nicht ganz genau. Aber der wird Nummer 1 Pick auf jeden Fall. Und der ist Franzose. Sydney, der ist 22. NBA 2K21. Nee. Nein. PlayStation. Ist das ein Wacher? Gasly. Ocon. Ocon war das. Echt? Sag dir Lil Bailey. Ich sag Lil Bailey. Ich war noch nie so nah. Rose Brand hat den Remix gemacht. Ja, 100%. 100%. Das ist wirklich Lil Bailey. Oh mein Gott, der andere ist Uzi. Ey, er stand da und ich hab sofort gesagt, that's my boy. Digga, wer ist der andere? Es ist Le Uzi. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Das sah so aus. Dein Jungs sind hier. Warte mal, guck mal, wo sind die Jungs? Ich film die nicht. Seine Jungs, seine Kollegen sind so sauer. Jungs, kennt ihr das? Den langen Hals? Ey, wenn ihr ein bisschen auseinander geht, dann sieht man die, ne? Ja. Considérez comme un des plus grands joueurs et showman de l'histoire du basketball. Mesdames et messieurs, Irvin Magic Johnson! Jojo getroffen. Ja, weiß ich. What's up, man? Du warst nicht 17, was hat die denn zu Joel! Oh! Alter! Sydney! Ja, wo kommst du her? Mach 10 oder so. 10? Was willst du? 10 mal was? Cola und Wasser. Ja? Ich nehme auch dreimal Cola, bitte. Was wir droppen, ist verrückt. Ich bin hier mehr an der Bar als beim Spiel, muss ich sagen. Spiel ist halt. Ist halt wirklich nicht vergleichbar mit Amerika, ne? Das ist nicht. Aber es ist trotzdem ein Highlight für Europa, denke ich. Ja, für die Europäer ist es cool, die sonst nicht rüberfahren können. Wir sind natürlich im Luxus und können schon öfter die NBA-Spiele auch mal sehen, ne? Ja, da spielt Lakers gegen Warriors sogar am 5. Wir überlegen uns eine Challenge, ja, bitte. Digga, Rohan wäre so neidisch. Einmal Playboy in Cardi. Ich sag dir, wie Rohan, Alter. Alban droppt ein Album. Alban ist der Queen. 10 Punkte Unterschied, noch 9 Minuten. Spiel. Also, es kann doch mal knapp werden, aber Bulls wird es wahrscheinlich gut. Guck mal, hast du was angesehen, dass Magic Johnson nicht kennt? Wie groß ist er? Wie groß? Halbzeit. Ich würde den machen zu 99%! Wie groß ist er? 22, ja, und das regt mich auf. Es ist sogar die Chance für den Schlauch. Marco Verratti. Marco Verratti, Willi, Sommer. Zwei Profis. Die lächeln uns. Hat ihn auch erkannt. And now to the state of Detroit, Pistons return day.
Schuss mal! Das ist Zahn Dave! Ja, ich hab mir das gezeigt, altes Spiel. Ich schwöre. Aber ist auch cooler. Santa und Dave. Nur wer hier kommt, den Land. Wir spielen gerade, wer ist das? Wir sind mal vorbei, wir raten, wer das ist. Jahresring für die Bulls. Dragic hat keine Punkte gemacht. Ja, und man hat gesehen, Digga, jeder war hier. Ja. Ganz Europa ist hier. Ja. Ich muss auch sagen, man fragt jetzt gar nicht, wie viel wir hier schon sind, aber wir haben schon seit 12 Minuten das geguckt. Deswegen ist geil hier und alle haben Bock drauf. Deswegen geben wir alle Gas, Leute. Nur für euch. Chicago! Ey, es ist so geil, euch sowas zu zeigen. Und ey, das ist krass. Jeder hat halt seine schlechten Phasen, aber manchmal gibt es halt auch gute Tage, die halt öfter sind. Was macht er da? Was ist los? Gabi Lame! Ich habe schon das eine oder andere NBA Arena im Leben gesehen. Welche Arena wollt ihr noch sehen? Welches Spiel? Ich will einmal in TD Garden von Boston und ein Warriors Spiel. Ich würde auch gerne nach New York, vielleicht zu den Brooklyn Nets oder Knicks und vielleicht auch Golden State mal sehen. Was würdet ihr in einem Fußballstadion so machen, wie es in einem Basketballstadion ist? Geile Halbzeitshows. Coole Halbzeitshows und die Frauenquote ist hier super. Das muss man im Basketball anrechnen. Ne? Ja, eine Sache noch zu Franz Wagner. Der ist ja der beste Deutsche im Moment in der NBA. Dennis Schröder. Dennis Schröder spielt sehr gut Basketball. Dennis Schröder. Franz Wagner ist noch jung, hat auch Talent. Was ist das Ceiling von Franz Wagner? Was traut ihr mir noch zu? Ich hoffe, er wird bald einer der Max-Contract unterstellen bei Orlando. Er wird da so der Star. Ich würde dir auch das Konto wünschen und den Vertrag und viel Gesundheit. Viel Gesundheit, aber Dennis Schröder. Danke. Ich bin bei der Aftershow-Party. Das war so ein Championship-Ball. Center by the way. Aber eine fette Halle. Meine Schönheit. Sieb dich sehr. Kalle, hallo. Was? Hennessy, hey, what's up? There's fire! Keine gute Mischung. Kostenlose Bar und Kalle. Nee. Ihr könnt auch gerne zum Erb checken. Dankeschön nochmal für die Einladung. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr kriegt 20 Karten, 20 Common-Karten umsonst für den Start. Der Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Und ja, war cool. Das war's mit dem Video. Ich weiß schon wieder nicht, wie wir unten stehen können am Platz. Keiner weiß es. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check die Karte, Hände auf und was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.